losgeht, die ganze Sache. Ja, wie gesagt. Alles beim Flughafen oben, ich starte gleich. Brauche keine Panzerung und ich spiele alleine. Sich trotzdem noch mal schauen. Ich gehe übers Norddock, komm. Das hat er nicht angenommen oder ich habe es vergessen. Schalldämpfer, ganz wichtig. Ganz wichtig, Schalldämpfer. Also wenn ich mich richtig erinnere und es richtig gesehen habe, ist beides im... Ist alles im Hangar drin und ich muss da nicht in den Schuppen. Ist auf jeden Fall alles dort beim Flughafen. Zweimal Kokain. So nervig hier. Dass er immer so mit Gewalt gegen die Küste fährt. Hier. Aber ich muss auch nach oben. Einmal oben Kokain und einmal unten Kokain. So, rechts ist das Kokain und das nehmen wir dann gleich. Damit ist die halbe Tasche gefüllt. Dann wieder zurück zum Boot. Thank you.
Boot. In perfekter Position zum Abfahren. Und jetzt ganze um diese Landzunge rum und dann der ganzen Insel entlang. Die Insel ist zum Glück nicht groß und das Boot ist wirklich sehr, sehr, sehr schnell. Jetzt aber durchtauchen. Wunderbar, Cut ziehen und dann durchrennen. Um Zeit muss ich mir keine Gedanken machen, weil das Kokainsammeln ging ja sehr schnell. Auch das Tauchen und so, kein Problem. Aber trotzdem gut, wenn ich den Schlüssel bekomme, damit ich unten rein kann. Waffe, wenn ich da bereit bin. Vielleicht habe ich Glück da beim nächsten. Ich muss da eh nach oben, um den Safe zu leeren. Also beim nächsten muss ich da mit Handkantenschlag töten, sonst gibt es Alarm. Ich habe den Schlüssel, wunderbar. Aber trotzdem Safe leeren. Wichtig, weil es gibt 80 bis 90.000 extra. Ah, fast 100.000, wow. 100.000 extra. Aber jetzt habe ich hier freie Bahn und unten kann ich nur einmal hacken und ich bin drin. Zweimal meine ich, zweimal hacken. Oben hätte ich, müsste ich viermal. Zweimal.
Eraser oder Pink Diamond? Ganz nach oben bis in den roten Bereich kommt. Dann loslassen, wieder in den roten Bereich und wieder loslassen. Das ist die schnellste Art und Weise, um da durchzukommen. Und unten durch raus sollte auch kein Problem sein. Sehr schnelle Zeit, um 10 Minuten rum, würde ich sagen. Wenn jetzt nichts mehr schief geht, so. Aber ich schätze, um 10 Minuten rum war da wirklich sehr, sehr flott. Den Stein sammeln, das ging gut, tauchen, alles ging sehr schnell. Raus da zum Skelett und das Ganze ist fertig, Taschen voll, nicht entdeckt, 1,97 Millionen zeigt an, da gibt es noch Abzüge davon, aber ich denke 1,5 Millionen werde ich auf jeden Fall haben, die ich dann ausbezahlt bekomme und Elite-Bonus sicher geschafft, bin ich hundertprozentig sicher, wurde nicht entdeckt, Beute Tasche voll und das war so um die 10 Minuten rum, also ja, aber wir werden gleich sehen. Wir werden gleich die exakte Zeit sehen. Wie gesagt, um 10 Minuten rum. Jetzt ehrlich gesagt schneller geschätzt. Aber ist eine schnelle Zeit auf jeden Fall. 1,83, aber eben ausbezahlt bekomme ich 1,73 Millionen. Level Up gibt es auch. Die Zeit sagt 15.15 Uhr, das heißt, in 2 Stunden 24 Minuten kann ich wieder starten. Das ist um 17.16 Uhr, 17.20 Uhr, 17.40 Uhr. 17.40 Uhr kann ich wieder starten mit dem Gaia Perico heißt.